Wir räumen heute die Garage auf, um einfach ein bisschen Platz zu haben und nicht die ganze Zeit irgendwie einen Nagel in den Fuß zu bekommen und damit wir unsere Geräte auch gut benutzen können, damit wir dann endlich unser Buggy, das ihr hier seht, weiterbauen können. Das passiert dann in Episode 1. Aber ich würde sagen, erstmal räumen wir hier auf, dann bauen wir Böcke fürs Buggy, eine Werkzeugwand und ja, das war's. Noch ein Zebra-Halter. Aber ich glaube... Ja, als Intro nehmen wir natürlich professionell wieder nach dem Video auf. Aber ja, das passiert in diesem Video. Freut euch oder freut euch nicht. So halb mit dem Aufräumen fertig, wollten wir dann auch schon beginnen, die Werkzeugwand zu bauen. Haben wir einfach zwei Winkel genommen, die wir irgendwo gefunden haben. Zack, eine Latte drauf und dann dieses Brett da einfach gegengenagelt. In dieses Brett dann einfach so ein paar Schrauben reingeschraubt, an die wir dann ganz viele Sachen aufhängen können. Ja, bei einer Werkzeugwand, was soll man da auch groß machen? Wenn es schick aussehen soll, okay, aber sonst einfach Brett nehmen, gegen die Wand hämmern, so dass es nicht runterfällt, ein paar Schrauben drin, fertig, ja. Das ist so unser Anspruch hier, aber... Es hat ein bisschen gebogen und so. Ja. Also im Prinzip haben wir jetzt einfach hier so einen kleinen Wickel rangeschweißt an die Stahlkonstruktion von dieser Garage hier. Dann haben wir da so einen kleinen Holzbalken rüber geschraubt und da an das Brett geschraubt. Und dann haben wir... Das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt die Werkzeugwand fertig gemacht. Jetzt wollten wir ja noch so Böcke bauen für das Buggy zum Aufbocken. Da haben wir einfach... Winkel abgeschnitten an beiden Seiten, haben das dann gegen Holz verschraubt, wie ihr seht. Dicke Schrauben rein, fertig. Noch ein, zwei Querverstrebungen. Ist jetzt auch nicht die komplizierteste Sache, so ein Ding. Sieht bei uns natürlich am Ende wieder entsprechend scheiße aus. So ist es, ne? Das Leben.
cool war. Wo steht eigentlich die Kamera? Das war tatsächlich nicht so schlau. Sag doch gleich, Alter. Egal, können wir einfach 80 cm hoch machen? Wollen wir einfach 80 hoch machen, Emil? Ja, wollen wir einfach 80 hoch machen. Dann haben wir ein bisschen Holz gespart machen oder so. Fertig mit den Böcken, mit der Werkzeugwand und mit grob aufräumen. Also wir hatten dann am Ende irgendwie doch keinen Bock, zum Beispiel hier, wenn man sieht, irgendwie so die Ecken dann doch noch sauber zu machen, weil wir wirbeln einfach nur Staub auf, wenn wir das machen. Und das ist einfach ultra Müll. So. Haben wir einfach auf jeden Fall unsere Arbeitsplatten freigeräumt, haben auf jeden Schreibtisch ein Gerät gestellt, damit wir Platz haben für die langen Stahlstangen und so. Ja, der Rest hängt an der Werkzeugwand, die wir professionell gebaut haben. Einfach, ja, Schrauben rein, habt ihr gesehen, einhängen, nehmen, hämmern, wieder einhängen, ist so der Plan. Ich glaube, das könnte ich so lange durchziehen. Aber ist eigentlich ganz cool geworden, muss ich sagen. Vor allem, weil jetzt nicht mehr dieser ganze Dreck in dem Regal des Grauens liegt. Ja, hier haben wir die Böcke. Die echt stabil geworden sind tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, vor allem weil wir hier auch so ein paar Lücken drin haben. Aber eigentlich sehen sie am Ende ganz stabil aus und stabil sind sie auch. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, ansonsten haben wir einfach jeden Dreck, den wir so haben, haben wir dann am Ende einfach ins Regal geworfen. Profi-Taktik. Ja, ne, was soll man tun? Also wenn man es nicht machen kann, auch so. Und natürlich auch jede Ecke ausgenutzt, so. Hier hinten alles reingeworfen. Ansonsten hier ist noch unsere Acker, die wir uns auch endlich schön hinstellen können, damit wir uns hier reinsetzen können und uns irgendwie fahren können. Ansonsten Episode 1, also die nächste von dieser Serie, geht es dann los, wo wir das hier bauen. Wir haben da schon ein bisschen angefangen. Freut euch. Yo! Seht euch gerne noch unsere weiteren Videos an, vor allem wie wir das Buggy bauen, das seht ihr hier, würde ich sagen. Ansonsten könnt ihr uns gerne unterstützen, hier und ein Abo fände ich auch super sweet von euch. Tschüss, kleine Mäuschen.